Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Lesson in unserem Let's Code Swift, weiterhin mit dem Thema Enumerations. Wie ihr seht, habe ich den Code, den wir in der letzten Lesson hier geschrieben haben, zum größten Teil beibehalten. Ihr seht also, wir haben hier weiterhin die Deklaration unserer Enumeration Direction und haben hier die Erstellung unserer Variablen MyDirection, der wir den Wert South zugewiesen haben. Und in dieser kleinen Lesson möchte ich mal noch auf ein paar Details im Umgang mit Enumerations eingehen, was nämlich bestimmte Kurzschreibweisen betrifft, die wir verwenden können und was insbesondere auch die Verwendung mit Switch betrifft. Einfach weil da nochmal so ein paar interessante Details zutage kommen. Ja, fangen wir auch mal direkt an. Kurzschreibweise ist als erstes mal so ein Stichwort, das möchte ich gerade mal demonstrieren. Und zwar bastel ich mal eine kleine Funktion. Die nenne ich einfach mal printDirection. Und die dient dazu, dass sie eben ja, einen schönen String für eine übergebene Richtung ausgeben soll. So, das heißt, als Parameter bekommt sie hier eine Direction, natürlich von unserem Typ Direction. Den können wir jetzt ja, an jeder Stelle verwenden, wo wir auch sonst bisher Typen verwendet haben, denn Direction ist ein eigener Typ, den wir eben selbst definiert haben. So, und ich mache das für den Anfang mal ganz simpel. Ich mache mal eine einfache if-Abfrage und prüfe nur mal gegen South für den Anfang. Den Rest implementieren wir dann gleich und sage jetzt zum Beispiel, okay, if Direction, ups, nicht der Typ, sondern der Wert, der Parameter, if Direction equals Direction.South. So wie es ja bei uns im Moment der Fall ist, dann geben wir aus print, es geht nach Süden. Ja, ich hoffe, das ist soweit relativ klar, was jetzt hier passiert. Hubala, wir bekommen einen Wert vom Typ Direction als Parameter. Direction kann ja nur die Werte North, East, South oder West annehmen. Das heißt, wir prüfen hier einfach Direction in diesem Fall zunächst einmal gegen South. Und wenn das der Fall ist, geben wir diese Print-Meldung aus. Wir sehen ja, okay, myDirection, unsere erstellte Variable, entspricht diesem Wert. Das bedeutet, wenn wir jetzt diese Funktion aufrufen, printDirection, printDirection, wo ist es hier, mit myDirection, dann sollten wir entsprechend auch die Ausgabe erhalten. Es geht nach Süden und das ist auch der Fall. Würden wir jetzt hier was anderes setzen, zum Beispiel North, würde in dem Fall nichts passieren, weil die Funktion würde einfach die if-Abfrage hier ignorieren, denn die Bedingung ist nicht erfüllt und nichts weiter tun. So, an dieser Stelle fällt schon auf, oder wir haben es auch am Ende der letzten Lesson gemerkt, ich mache das nochmal vor, da haben wir ja myDirection auch andere Werte zugewiesen und wir hatten hier jedes Mal diesen Rattenschwanz, dass wir den Typ Direction vorne rangestellt haben. Auch hier wieder bei dieser Prüfung, mache ich mal noch ein bisschen Platz, damit wir es besser sehen, haben wir auch dieses Direction vorne dran gesetzt. Und das ist natürlich immer viel Schreibarbeit und nimmt auch immer viel Platz weg, wenn hier überall dieses Direction so heraussticht. Und das Schöne bei Enumerations in Swift ist, dass wir auf diesen vorangestellten Typ verzichten können, wenn an der Stelle klar ist, dass den Wert, den wir hier verwenden, von dem Typ einer Enumeration abstammt. Um das mal zu verdeutlichen, hier ein Beispiel. Wir deklarieren hier die Variable myDirection. Okay. In dem Fall, wir geben hier keinen Typ an. Wir müssen hier also ganz klar auf Direction zugreifen und einen Wert vergeben, weil woher soll Swift sonst wissen, was für ein Typ myDirection ist? Das bedeutet aber nach dieser Deklaration, das sehen wir ja auch jedes Mal in der Autocompletion, wenn ich mal hierher gehe und myDirection schreibe, dann steht ja hier, okay, myDirection ist vom Typ Direction. An der Stelle ist klar, diese Variable kann nur Werte annehmen, die in dieser Enumeration deklariert sind. Und das heißt, also wir sind bisher hergegangen und haben gesagt, okay, wir geben hier den neuen Wert an, gehen dafür über den Typ Direction und sagen jetzt zum Beispiel hier den Wert East. Da an der Stelle aber klar ist, okay, myDirection ist vom Typ Direction, es kann nur einem dieser Werte entsprechen, kann man in Swift schlicht und ergreifend auf diese Typangabe verzichten. Man setzt also nur den Punkt und den gewünschten Wert und das ist genauso gültig wie der vorangestellte Typ, wie wir es bisher hatten. Das können wir auch hier bei der zweiten Zuweisung machen. Da gilt genau dasselbe Spielchen, denn myDirection, es ist vollkommen klar, es entspricht dem Typ Direction, kann also nur einen dieser Werte annehmen. Deswegen können wir hier auf die explizite Typangabe verzichten. Wie gesagt, so wie wir das hier gemacht haben, können wir das nicht. Denn hier übergeben wir jetzt einfach nur Punkt South rein und Swift hat in dieser Konstellation nicht die geringste Ahnung, was denn Punkt South sein soll.
Da müssen wir schon einen expliziten Hinweis geben, damit eben Swift weiß, okay, von was für einem Typ reden wir hier. Was dabei natürlich auch alternativ möglich wäre, wäre hier den Typ fest zuzuweisen, also bei der Deklaration zu sagen, okay, myDirection ist vom Typ Direction, dann ist bei dieser Zuweisung auch schon klar, okay, es muss einer dieser Werte sein. Etwas anderes können wir nicht zuweisen. Und dann würde diese Kurzschreibweise auch funktionieren. Und natürlich geht das dann wiederum auch hier bei dieser Funktion. Den Parameter, den wir hier prüfen, Direction, ist vom Typ Direction. Also müssen wir hier nicht explizit auf den Typ zugreifen, sondern können direkt den Wert angeben, gegen den wir prüfen wollen. Ja, Freunde, das wäre ja jetzt schon mal so der erste Teil der Lesson, diese mögliche Kurzschreibweise, die wie gesagt immer dann möglich ist, wenn an einer Stelle vollkommen klar ist, es handelt sich hier um den Wert eben einer solchen Enumeration, dann muss man nicht den Typ explizit angeben, sondern kann direkt den gewünschten Wert mit Punkt und dann eben dem jeweiligen Wert angeben. Das nächste, was wir uns jetzt mal noch angucken, ist die Switch-Abfrage im Zusammenspiel mit Enumerations. Generell gibt es da nichts viel Neues, aber wieder so ein kleines Detail, was wir, ich glaube, bei der Bool-Lesson auch schon kennengelernt haben. Ich erstelle hier einfach mal in unserer Print-Direction-Funktion eine Switch-Abfrage, die jetzt eben dazu dienen soll, diese verschiedenen Himmelsrichtungen, die wir in der Enumeration definiert haben, abzufragen. Das heißt, ich gebe hier als Value für die Switch-Abfrage den Parameter Direction rein. Und meine Cases, gegen die ich nun prüfe, das sind auch gleichzeitig die Cases, die in dieser Enumeration definiert sind. Und auch hier kann ich mir natürlich wieder die Kurzschreibweise zu Nutzen machen, denn Direction ist vom Typ Direction. Es ist vollkommen klar, die Cases müssen, einem dieser Werte entsprechen. Und das heißt, allein wenn ich hier schon den Punkt setze, sehen wir, die Autocompletion greift uns hier auch zu Hilfe. Und wir können direkt die gewünschten Werte angeben. Also ich kann hier zum Beispiel gegen North prüfen und kann dann ausgeben Print. Es geht nach Norden. So, machen wir einen weiteren Case. So, für East und geben dort aus, zack, es geht nach Osten. Dann haben wir noch den Case South, wo wir sagen, es geht nach Süden. Und dann haben wir noch als letztes den Case West, wo wir sagen, es geht nach Westen. So, das ist im Prinzip alles. Ja, nicht weiter verwunderlich, das kennen wir auch schon, das haben wir schon gemacht, das ist eine typische Switch-Abfrage. Aber was jetzt hier zum Tragen kommt, ist diese kleine Geschichte mit dem Default-Case. Wie gesagt, ich glaube, wir hatten es bei der Bool-Lesson auch schon behandelt, denn bei Switch-Abfragen ist es ja so, dass eine Switch-Abfrage gegen jeden möglichen Wert prüfen muss, den die zu prüfende Variable oder Konstante annehmen kann. Das hat uns ja zum Beispiel bei Strings oder auch bei Integern in die Bredouille gebracht, denn in einer Switch-Abfrage zum Beispiel eines Integers alle möglichen Werte zu prüfen, die dieser Integer annehmen kann, ist gelinde gesagt wahnsinnig. Bei Strings ist es noch viel schlimmer, weswegen man in diesem Fall sehr oft den Default-Case verwendet, der eben einfach sagt, okay, ich prüfe hier mittels Case eben gegen spezifische Werte, bei Integern zum Beispiel gegen spezifische Zahlen, von denen ich halt, bei denen ich halt reagieren möchte, falls sie zutreffen sollten. Und ansonsten Default, ja, tue halt irgendwas anderes oder womit man sich gerne beholfen hat, ist einfach einen Break. Dann hat man wenigstens einen Befehl ausgeführt und wenn es halt auch nur Break ist, der aussagt, okay, mach halt nichts. Aber das ist in Swift eben notwendig. Wir müssen diesen Default-Case reinbringen. Zumindest, wenn wir, das ist ja die Bedingung in der Switch-Abfrage, nicht alle möglichen Werte abfragen, die die Variable oder Konstante enthalten kann. Und das ist jetzt an der Stelle ganz interessant, denn wenn wir mal gucken, wir prüfen hier Direction, also einen Wert vom Typ Direction. Und diese potenziellen Werte, die hier als Ergebnis herauskommen können, sind North, East, South oder West. Mehr geht nicht. Das sind alle, die uns zur Verfügung stehen. Und die haben wir ja hier alle geprüft. North, East, South und West. Und das hat auch zur Folge, dass der Default Case an dieser Stelle nicht gebraucht wird und vielmehr noch auch unnütz ist, denn er würde niemals aufgerufen werden. Denn es ist ausgeschlossen, dass hier Default jemals aufgerufen wird, denn vorher
wird einer dieser Cases ausgeführt, denn es sind bereits dort alle Werte enthalten, die Direction ja besitzen kann. Etwas anderes kommt nicht in Frage, daher wird Default auch nie aufgerufen und daher brauchen wir Default an dieser Stelle auch gar nicht. Das ist eben das Besondere an dieser Stelle. Muss ich mal gucken. Oh, ich habe jetzt aus Versehen zu viel gelöscht, Entschuldigung. Die geschlossene, geschweifte Klammer brauchen wir natürlich noch. Es ist zu heiß, Freunde. Ich muss das tatsächlich auf die Hitze schieben, es ist zu heiß. Ja, aber wir sehen, wir brauchen diesen Default Case nicht, weil wir eben alle möglichen Werte, die Direction annehmen kann, schon abgefragt haben. Und das ist ein Szenario, was es sehr oft gibt bei Enumerations. Dass wenn man eben hier eine Variable oder Konstante hat, die dem Wert einer Enumeration entspricht, dass man dann in einer solchen Switch-Abfrage wirklich alle möglichen Werte abfragt und den Default-Case gar nicht mehr braucht. Das ist so einer der häufigsten Fälle, wo tatsächlich der Default-Case nicht vorkommt, eben im Zusammenspiel mit Enumerations. Und genau deswegen wollte ich das hier auch, wenn wir beim Thema Enumeration sind, auch mit reinbringen, einfach weil das eben ein häufig vorkommendes Pattern ist. Ja, Freunde, das war's dann auch schon für diese Lesson. In der nächsten Lesson geht's weiter mit Enumerations. Es gibt weiterhin ein bisschen was zu erzählen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.